Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück. 1240 haben wir es und wir nähern uns schon dem Industriezeitalter. Deswegen werden wir auch hier ordentlich eine Kupfermine noch einrichten. Und wir haben eine Forschung zu wählen. Mal schauen, was da im Angebot ist. Was ist denn eigentlich jetzt interessant für uns? Eigentlich wenig. Schauen wir mal hier in die nächste Richtung. Forschungsabkommen ist, glaube ich, immer gut. Deswegen... Oder nein, lasst uns mal hier in Richtung Fabrik gehen. Ja, ich glaube, das können wir direkt erforschen, auch wenn das viel schneller geht. Fabrik können wir, glaube ich, noch besser gebrauchen. Produktion wählen in Vila. Jetzt muss ich mal überlegen. Vila, Wohnraum ist noch okay. Annehmlichkeiten sind super. Was haben wir hier gebaut? Hier ist eigentlich nichts anderes jetzt mehr zu bauen. Wir könnten einen neuen Distrikt bauen. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Aha, wir könnten jetzt allerdings mal das Aquädukt bauen. Wollen wir das, um für die Zukunft vorzusorgen? So, Vila sollte ja sowieso so eine Art Industriestätte werden. Ja genau, wir haben ja auch das Industriegebiet. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, hier ein weiteres Lager hinzubauen, um tendenziell auch im Süden. Eigentlich passt das ganz gut. Wenn wir hier ein Lager haben und hier unten, sind wir in allen Richtungen handlungsfähig. Ja, ja, das überzeugt mich. Ich überzeuge mich selber immer ganz gerne. machen wir es hier hin? Vielleicht? Ja, machen wir es hier hin. Können wir von dort aus, glaube ich, sogar feuern. Das Lager kann sich ja auch verteidigen. Schön direkt an der Grenze. Wunderbar. Okay, so, Barbaren. Davon haben wir gehört. Das interessiert uns jetzt nicht mehr. Das wissen wir. Wir gehen in die nächste Runde. So, Japan hat einen neuen Siedler. Mal sehen, wo sie jetzt wieder ihre nächste lästige Stadt hinsetzen wollen. Was ist hier passiert? Hier wird sich geprügelt. Aha. Die Bürger aus Brüssel wehren sich gegen die Barbaren und ich habe mal wieder diese blöden Schleuderer vergessen. Verdammte Axt. Die machen einen Schaden, ist unfassbar. ich muss mich erstmal wieder retten und heilen lassen. Gott, was für ein Trauerspiel. So, wir wählen erneut die Produktion in Bergen. Sind wir soweit? Stadtmauern brauchen wir hier sicher nicht. Die Stadt steht im Hinterland. Amphitheater würde sich jetzt weiter anbieten. Machen wir das? Oder bauen wir ein neues Gebiet? Wie sieht es aus mit Wohnraum? Das ist natürlich ein Problem hier mit dem Wohnraum perspektivisch. Aber wir bekommen ja bald eine weitere Bezirksart, nämlich Siedlung oder sowas heißt es. Ich weiß gar nicht. Wohnsiedlung oder sowas. Das ist sehr praktisch. Da kann man im Prinzip wie so einen neuen Bezirk aufbauen und der bringt dann Wohnraum. Das ist sehr, sehr praktisch. Deswegen, was haben wir eigentlich jetzt hier? Deswegen Theater. Ah, ich bin unentschlossen. Bauen wir das Aquädukt? Ne, komm, wir bauen... Doch, wir bauen das Aquädukt. Wir brauchen hier was, um an mehr Wohnraum zu kommen. Wo bauen wir es hin? Wo wir es nichts anderes sinnvoll verwenden können, bauen wir es hier hin. Ja. Bitte sehr. Und eine Einheit benötigt. Ja, wir wollen hier weiter missionieren. Und hier. Wie viel Ladung hat er noch? 4. Ich glaube, wir ziehen jetzt hier runter und schließen Silber an. So viel Luxus wie möglich wollen wir haben. Dazu kaufen wir mal schnell dieses Feld. Teuer, aber ich denke. Wichtig und lohnenswert. Und ihr zieht dorthin. Okay. Es geht weiter. Mit denen, die jetzt hier mal dem Speer folgen. Mal sehen, ob er uns entwischen kann. Oder... Ah ja, da ist ja auch das Barbarenlager. Aber da kümmern sich ja schon die Freunde aus Brüssel drum. Na gut. Mal sehen. Hier kommt jetzt der Händler. Baut eine sehr schöne Brücke. Wird an Tromsø vorbei. Die Straße leider bauen nach Genf, aber so ist das eben. Hier haben wir noch eine Einheit. Ja, unser Berserker.
Unser Berserker greift jetzt an mit voller Wucht. Hier kommt es in diesem Feld zu einer Schlacht. Und haben wir ihn komplett? Nee. Oh, schade. 98. Schaut euch das mal an. Super knapp. Ärgerlich. Nächste Runde. Du möchtest handeln. Das ist ja eine Überraschung. Mal ein konstruktives Wort hier von Hoyo. Wisst ihr was? Wir machen das sogar. Kaffee können wir gut gebrauchen. Da geben wir gerne mal Wolle ab. Sehr in Ordnung. Nehmen wir an. 4 für 30 Runden ist auch gut. Ganz devot schaut er daher. Ist das vielleicht der Beginn einer neuen Freundschaft? Sieht noch nicht so aus. Sieht noch nicht so aus. Mal sehen. So, dann wählen wir die nächste Produktion in Nidaros. Und was machen wir da? Ich bin fast am Überlegen, ob wir... Ja, als nächstes wäre natürlich die verbotene Stadt dran. Aber ich bin fast am Überlegen, ob wir noch einen Händler, einen Handwerker bauen, den wir dann hier rüber schicken, weil auch unsere neue Stadt muss natürlich entwickelt werden. Gerade mit den Luxusressourcen. Ich glaube, das sollten wir tun. Und dann setzen wir uns... Na, dann kommt wahrscheinlich hier die Fabrik oder so als nächstes. Naja, wir machen... Ach, den Händler können wir auch noch. Ach, du Schreck. Ach, du Schrecken. Handwerker 2. Machen wir erst einen Handwerker, dann einen Händler, dann die Fabrik, dann vielleicht ein Wunder. Ja, ihr merkt, ich bin nicht so ein Wunderfreund. Ja, ich weiß, das ist natürlich eigentlich das Schönste bei Civilization. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Fabrik und Wunder, dann würde ich immer die Fabrik bauen. So, wir wollen ihn erledigen. Leider sehen wir das nicht. Weil dann ist er halt weg, ne? Kann er nicht fliehen. Wie sieht es hier aus? Die sind jetzt endlich wieder überzeugt. Müssen wir hier noch was tun? Nein. Ich meinte, wir könnten auch mal nach Brüssel ziehen, aber dann ziehen wir lieber erstmal nach Christiansand und sorgen dort dafür, dass Odins Flut wieder ganz gut dasteht. So, mal gucken, ob wir hier noch auf Speer... Ja, sehr gut. Können wir leider nicht in dieser Runde angreifen. Und du, hier wollten wir ein Sägewerk bauen, genau. Das war der Plan und du sollst dich erstmal wieder ausheilen. Und insofern geht es in die nächste Runde? Nein, wir haben den Siedler, der ist schon hier. Aber der kann jetzt eh noch nicht an Land gehen, deswegen machen wir mal Runde überspringen. Da kommt auch schon unser Armbrustschütze angefahren, hervorragend. So, Japan hat einen Gesandten nach Laventa geschickt, okay. Bei der Diplomatie gibt es zwei Arten von Problemen, kleine und große. Die kleinen lösen sich irgendwann von selbst und die großen lassen sich nicht lösen. Sehr schön, diplomatischer Dienst haben wir erforscht. Wir haben eine neue Politikkarte, plus 50% Produktion für Spione. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir schon Spione bauen können. Machiavellismus. Ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht unsere... Erste Aktion. Ich meinte, wir sind sowieso hier unten durch. Naja, dauerhafte Botschaft. Das wäre allerdings mal interessant, bei den Japanern vielleicht da anzuklopfen. Heiligenkrieg. Das sind jetzt übrigens interessante Kriegsgründe, die man bekommt. Heiliger Krieg. Hier kann man einer Macht den Krieg erklären, die eine unserer Städte religiös bekehrt hat. Kriegstreiber Malus sind halbiert. Befreiungskrieg. Wenn eine eigene Stadt eingenommen ist. Kein Kriegstreiber Malus für die Befreiung dieser Städte. Das ist auch interessant. Rückeroberungskrieg. Ach so, was ist denn der Unterschied? Ah, die einem eurer Freunde oder Verbündeten gehört. Alles klar. Und Rückeroberungskrieg ist, wenn es selbst gehört. Okay. Und das finde ich auch cool. Protektoratskrieg. Hier kann man einer Macht den Krieg erklären, die ein eurer Verbündeten Stadtstaaten angegriffen hat. Es gibt später auch noch so einen Kriegsgrund, wo man jemanden angreifen kann, der extrem zurückhängt in der Forschung. Das ist dann irgendwie so ein Überlegenheitsding oder so im Zuge der Kolonialisierung. Finde ich auch ganz cool. Ja, alles klar. Befreiung des Stadtstaates kann man machen. Das heißt, wir könnten jetzt angegriffen werden wegen Kabul. Muss man auch im Hinterkopf haben. Na, mal sehen. Politik ändern, ich weiß nicht genau. Spione machen wir nicht. Brauchen wir diese Geschichten jetzt noch? Wartet mal. Was? Wir haben 26, das ist okay. Mit den Handwerkern. Ach, wir bauen ja gerade noch einen. Nee, das können wir jetzt noch nicht verändern. Den bauen wir ja gerade. Das wäre blöd, wenn wir das tun würden. Wir wählen aber hier eine neue Ausrichtung.
Ja, und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Handelsrepublik bringt uns auf jeden Fall hier ein paar neue Optionen. Ja, Kolonialbüros, das ist interessant. Plus 15% Wachstum für Städte, die nicht auf unserem Kontinent sind. Das ist aber richtig cool. Ah, das muss ich mir nochmal angucken, weil der Kontinent ist ja so geteilt. Das könnte richtig gut sein für uns. Ha, das schauen wir uns gleich nochmal an. Betrifft ja nämlich auch diese Landmasse. Kontinente. So, das ist... Wo ist unsere Hauptstadt? Unsere Hauptstadt ist blöderweise hier. Und in dem Teil liegt... Oh, nur Kristiansand und die neu zu gründende Stadt. Das ist natürlich ärgerlich. Würde die hier liegen, ein Feld weiter, dann könnten wir diesen Bonus hier für, keine Ahnung, 5 Städte in Anspruch nehmen. Schade drum. Nein, Kabul dürfen wir nicht vergessen. Kabul. Insofern lohnt es sich fast. 3 Städte könnte sich durchaus lohnen. Gut, dass wir das erforschen. Sehr schön. So. Der nächste Missionar ist möglich. Brauchen wir den? Wir wollen uns ja eigentlich nur in unserem eigenen Gebiet so ein bisschen verteidigen. Allerdings Brüssel ist noch interessant. Wisst ihr was? Wir werden uns noch einen erkaufen für Brüssel. Produktion wählen. In Mubia Mai. Wo noch? Ah ja. Ich glaube, jetzt ist die hier auch die Stadtmauer fertig. Weiß ich gar nicht genau. Oder die Bibliothek, zeigt er mir jetzt an. Die Anzeigen sind ja ein bisschen fragwürdig. Markt wäre das nächste, was hier möglich ist. Bringt leider kein Wohnraum. Auch hier wäre noch ein Aquädukt möglich. Allerdings haben wir hier schon überall was gebaut. Das ist auch so eine Sache. Ja, ich denke, wir bauen trotzdem den Markt. Hier erstmal 5 Runden ist ja Klacks. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier aufpassen, bevor wir den Siedler bewegen. Nicht, dass wir was Unüberlegtes tun. Da waren ja noch andere, aber die müssten eigentlich ja zu sehen sein. Insofern, glaube ich, keine Gefahr. Dann gehen wir erstmal hier in das Dorf hinein. Wir bekommen Glauben. Naja, das hätte vielleicht jetzt nicht unbedingt sein müssen. Wollen wir den Siedler jetzt hier auspacken? Und ja, ich denke schon, das machen wir jetzt. Geht an Land. Kann jetzt eh nicht weitergehen. Kannst du noch eingehen? Nein. Gut, dann haben wir das. Und du gehst auch mit an Land und beschützt ihn dann sehr gut. Das kann so funktionieren. Was machen wir mit unserem Langschiff? Wir bringen das jetzt mal in befreundetes Gebiet, um es zu verbessern. Hierhin. Und dann haben wir vielleicht auch schon den nächsten Handwerker gebaut, den wir dann mit dem Schiff begleiten können. Erstmal ist hier der Siedler da. Der soll hier bitte noch die Runde überspringen. Und als nächstes... Ach, der haut ab vor uns. Aber wir können hier was tun. Naja gut, die sind hier fast erledigt. Die Brüsseler werden das sowieso einnehmen. Dann können wir den auch abschießen. Was soll's. Ich kriege noch ein bisschen Erfahrung mit. Ja, 6 Erfahrungspunkte ist doch anständig. Dann dürfen die da auch das Lager von mir aus plündern. So, in Tromsø, was machen wir denn jetzt hier? Reis haben wir, das haben wir. Was wird denn derzeit hier abgebaut? In Anführungsstrichen, hier haben wir ja das Kultur und Gold. Hier ist er in den Hügeln. Das kommt aber, weil wir uns auf Produktion konzentrieren. Aber ich denke, das werden wir unterstützen, indem wir hier auch Minen bauen. Was Besseres kann man in den Hügeln sowieso nicht machen. Aber dann erst in der nächsten Runde, damit die Stadt schön produktiv wird und eine richtige Hafenstadt wird. Und richtig, endlich sehr produktiv auch Schiffe bauen kann. Nicht so wie Kabul. So, was jetzt? Wir haben hier noch einen Missionar. Sehr gut. Der soll jetzt hier... Kristiansand mal wieder für den richtigen Glauben sorgen. Einen Handelsposten in Nagoya erhalten. Okay. Da hat mir jemand hingeschickt, habe ich schon total vergessen. Und den nächsten Missionar hatten wir, glaube ich, schon gekauft. Genau, das ist eine alte Anzeige. Insofern kann es munter weitergehen.
Hier ist auch schon wieder ein japanischer Händler unterwegs. Ach, ich wollte ja wegen der Botschaft mal gucken, habe ich ganz vergessen. Lasst uns hier nochmal mit den Japanern sprechen. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus erstmal? Oh, Kriegstreiberei geht aber hübsch zurück. Eigentlich. Wir müssen nur abwarten, bis diese Denunzierung weg ist. Was können wir hier... Wartet mal, Abkommen aushandeln. Da haben wir ja gerade eins am Laufen. Mit der Botschaft, das funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht. Ha, wir könnten einen Heiligen Krieg erklären. Ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht, weil sie uns denunziert haben. So. Okay, ich würde mal sagen, der Armbrustschütze geht voran. Da sehen wir auch gleich, was hier Sache ist. Da kommen nämlich böse, böse Barbarenkrieger. Und da holen wir dann auch gleich unsere Berserker ran. Ich bleib mal noch zur Sicherheit mit unseren Siedlern hier hinten. Wer weiß, was die hier anrichten können. Immerhin ist da einer und dann noch Schleuderer. Wir wollen nichts riskieren, ne? So, was ist hier los? Teddy Roosevelt hat die Hagia Sophia abgeschlossen. Okay. Und Kabul benötigt Wohnraum, das wissen wir. Wir werden Produktion in Nidaros jetzt ändern. Ja, hahaha, jetzt ist die große Frage. Wir wollten eigentlich ja noch einen... Den Handwerker haben wir jetzt. Werden wir doch einen Händler bauen? Genau, und dann wollen wir mal sehen. Ach, hier können wir auch schon wieder produzieren. Herrlich. So, hier wäre es eigentlich an der Zeit, ein neues Distrikt hier zu etablieren. Wir haben den Theaterplatz. Annehmlichkeit sieht eigentlich im Moment ganz gut aus. Wir kriegen ja noch zwei Luxusressourcen dazu. Insofern würde ich fast sagen, dass wir keine weitere Annehmlichkeit, also erstmal keinen Unterhaltungskomplex mehr brauchen. Wir könnten uns jetzt in diesen, ja, in diese Glaubensauseinandersetzung ein bisschen begeben. Wollen wir das? Ein Lager auf keinen Fall. Ein Handelszentrum ist immer gut. Ein Industriegebiet ist auch immer gut. Zumal wir hier richtig viel was... Oh ja, wartet mal. Schaut das mal an. Plus 3, wenn wir das hier hinbauen. Das ist ja gefällig. Wisst ihr was? Wir knallen hier noch ein Industriegebiet hin. Kristiansand hat sowieso gute Industrie. Stärken wir nochmal diesen Aspekt. Okay. Ein neuer Handelsweg ist gefragt. Wieder von Nidaros aus. Leider wird mir nicht mehr angezeigt. Das finde ich echt doof, welcher der vorherige war. Weil da könnte man nämlich immer noch mal gucken, ob das hier zum Beispiel der Nahrungshandelsweg war, den wir jetzt schon vergessen haben oder was auch immer. Aber ich glaube, weil hier das Gold ziemlich gesunken ist, vermute ich mal, das war ein Goldhandelsweg. Und deshalb werden wir jetzt hier auch aufs Maximum Gold gehen. Und ich überlege, viel ist das nicht, Hattusha 6... Oder warte mal, ich guck mal kurz noch was anderes. Haben wir einen Stadtstaat, der einen Handelsposten will? Hier. Handelsweg. Jerusalem möchte einen Handelsweg. Dann religiöse Bekehrung. Brüssel, Quadrireme. Großer Ingenieur. Okay, dann werden wir mal nach Jerusalem ziehen. 5 Gold ist auch anständig. Kann man machen. Ist nicht weit entfernt. Bringt zwar jetzt keine Straße... Aber ich denke trotzdem, okay. So. Hier, der Siedler soll bitte stehen. Wieso merkst du dir? Runde überspringen bitte. Der Berserker, der kann ja nicht weitergehen. Auch du bitte Runde überspringen. Und wir wollten dich wohin schicken? Nach Brüssel, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Wir könnten aber auch jetzt mal kontern und hier nach Yokohama ziehen. Hehehe. Da sind wir nämlich, wir üben hier Druck aus. Ja, wer neben unserer heiligen Stadt, auch wenn sie nicht sonderlich heilig ist, aber trotzdem, wer daneben nun siedelt, der muss auch damit rechnen, dass die eigene Religion vielleicht nicht die stärkste dort sein wird. So, der Handwerker, der muss unbedingt in die neue Welt, so nenne ich sie mal. Und wir werden ihm mal gleich diesen Maximalbefehl geben, dass er hier hin soll. Geht das? Ja, irgendwie ja. Wird mir zwar nicht angezeigt, was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber gut. So, hier wollten wir eine Mine bauen. So soll es sein. Und hier können wir trotzdem noch ein bisschen schießen.
Yeah. Und Erfahrung sammeln. Und seht ihr, Beförderung prompt verfügbar. Wunderbar. Kabul hat es schwer, das wissen wir. Da kommt aber in 4 Runden das Aquädukt. Und Jerusalem, da haben wir jetzt ein mehr. Das bringt jetzt nicht unglaublich viel. Wir haben 5. Das heißt, na, mit dem 6. würden wir immer nochmal 2 Glauben bekommen. Aber schaut mal, was hier los ist. Die Griechen sind so scharf darauf. Dabei haben die doch eigentlich gar keine eigene Religion, oder? Sehe ich eigentlich, wer welche gegründet hat? Irgendwie sehe ich das gar nicht, welche Fraktion das hier ist. Bisschen merkwürdig. Ich meine, das wissen wir, das sind die Amerikaner. Ach, hier sehen wir es, an den heiligen Städten. Eine unbekannte Stadt, Hinduismus. Washington, Tokio, Madrid, nein. Also die Griechen, die haben keine eigene Religion und sind trotzdem so erpicht darauf, Jerusalem zu führen. Auch ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Na gut, es geht weiter mit Merkwürdigkeiten, hoffentlich. Das sind doch immer die spannendsten Dinge in der nächsten Runde. Bis dann, in der nächsten Folge. Warum sage ich immer Runde? Bis dann, euer Steinbein.